abgelehnt. Damit gelangen wir nun zum 13. Punkt unserer heutigen Tagesordnung. Es ist der Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage 2286, Abkommen mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus der Luft 2483 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Ich begrüße die Frau Bundesministerin Claudia Tanner im Hohen Haus und erteile als ersten Redner den Herrn Abgeordneten Friedrich Ofenauer das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, meine sehr verehrten Zuseherinnen und Zuseher. Alarmstart der Eurofighter, Ziviljet ohne Funkkontakt. Ein in Deutschland zugelassener Businessjet war über Schladming plötzlich ohne Funkkontakt. Das Bundesheer reagierte sofort, schickte Eurofighter. So die Schlagzeile und der kurze Bericht in einer Internetzeitung am 17. Februar 2024. Noch nicht so lange her. Ein Vorfall mitten in Österreich, der von den Eurofightern des österreichischen Bundesheeres rasch geklärt und bereinigt werden konnte und der Funkkontakt mit dem Flugzeug wiederhergestellt werden konnte. Kritisch wird es in einem solchen Fall, wenn dieses Flugzeug im Anflug aus zum Beispiel Deutschland ist, vielleicht in Deutschland schon von einem Militärjet begleitet wird, aber dann vor der österreichischen Staatsgrenze steht, denn fremde Militärflugzeuge dürfen nicht ohne weiteres die österreichische Staatsgrenze überschreiten, denn die Landesverteidigung, nicht nur am Boden, sondern vor allem auch in der Luft, ist und bleibt die Aufgabe des österreichischen Bundesheeres. Und das ist auch ein Ausfluss der Souveränität Österreichs, die Landesverteidigung durch das österreichische Bundesheer am Boden und auch in der Luft sicherzustellen. So ein Flugobjekt, zu dem es keinen Funkkontakt geben kann, das kann mehrere Gründe haben, ein technischer Defekt. Es kann aber möglicherweise auch für terroristische Anschläge verwendet werden. Deswegen ist eine rasche Reaktion ebenso wichtig, wie eine nahtlose Überwachung des Flugzeuges notwendig ist. In diesem Abkommen zwischen Deutschland und Österreich, das wir hier heute genehmigen, geht es genau um solche Fälle. Damit wird es nämlich ermöglicht, die gemeinsame Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland zu überfliegen und einen Flieger, ein Flugzeug, zu dem kein Funkkontakt mehr besteht, jeweils an die Fliegerkräfte des anderen Staates zu übergeben. Man spricht von der sogenannten Nacheile, die dann ermöglicht wird, wenn deutsche Militärflugzeuge über die österreichische Grenze fliegen dürfen auf österreichisches Staatsgebiet und damit ein Flugzeug an die österreichischen Streitkräfte, an das österreichische Bundesheer übergeben. So ein Abkommen gibt es bereits, nämlich mit der Schweiz. Und heute wird dieses Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus der Luft genehmigt. Im Ausschuss hat es dazu Einstimmigkeit gegeben und ich gehe auch davon aus, dass wir hier im Plenum dieses Abkommen einstimmig genehmigen werden. Ich bedanke mich dafür. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Robert Leimer. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, meine Damen und Herren, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in diesem Land leben. Heute soll es um die Abwehr von nichtmilitärischen Bedrohungen aus der Luft gehen. Kollege Ofenauer hat das eindringlich erläutert. Die SPÖ unterstützt das im Ausschuss diskutierte Abkommen zwischen Österreich und Deutschland. Die Menschen in unserem Land fühlen sich aber auch am Boden, mitten in ihrem Alltag unsicher. Laut ORF-Umfrage wissen fast 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher nicht genau, wie sie finanziell durch das Monat kommen. Sie brauchen überall wirksamen Schutz, auch im Alltag. Aber spätestens seit Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine wissen wir, dass es auch militärische Herausforderungen in Europa gibt. Diese Herausforderung muss mit Vernunft und strategischer Weitsicht begegnet werden. Und dieser sicherheitspolitische Aspekt und die Schutzbedürfnisse unserer Bevölkerung ausreichend behandeln zu können, braucht Österreich endlich eine neue, eine gesamtstaatliche Sicherheitsstrategie. Die alte Strategie ist mehr als 10 Jahre alt. Meine Damen und Herren, ich rufe in Erinnerung,
Auf Basis eines parlamentarischen Antrages der SPÖ wurde bereits letztes Jahr die Anpassung der noch immer aktuellen Sicherheitsstrategie aus 2013 beschlossen. Bundeskanzler Nehammer hat eine neue Strategie bis Jahresende versprochen. Doch bis Jahresende 2023. Doch bis dato schlummert das Dokument im Bundeskanzleramt vor sich hin. Scheinbar nur, weil sich Lobby- und Parteiinteressen von ÖVP und Grüne überkreuzen. Es ist somit offensichtlich, der ÖVP und die Grünen sind Sicherheit und Schutz unter Bevölkerung einfach nicht genug oder zu wenig umfassend genug. Apropos Bundesheer. Es sind die Loyalen, die tapferen Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Bediensteten im Verteidigungsministerium, die im Mittelpunkt jeder politischen Strategie stehen müssten. So wie bei uns im jüngst beschlossenen Strategiedokument der SPÖ. Darin wird unter anderem auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der uniformierten Kräfte in unserem Land gefordert. Denn diese Menschen sorgen Tag für Tag, dass unsere Neutralität, unsere Souveränität, unsere Freiheit und unsere demokratische Ordnung geschützt werden. Und die SPÖ wird alles dafür tun, damit unsere Neutralität und die hart erkämpften demokratischen Freiheiten auch weiterhin geschützt bleiben. An dieser Stelle auch meine Hochachtung und meinen Respekt allen uniformierten zivilen Sicherheitskräften beim Militär und bei Polizei. Der aufrichtige Dank gilt für ihre mutige und persönliche Aufopferung für unsere Sicherheit, für ihren Dienst im Namen der Republik. Im In- und Ausland sind sie täglich Lebensgefahren ausgesetzt. Das muss auch im Hohen Haus immer und immer wieder betont werden. Wie schwierig die Arbeitsbedingungen und teilweise auch die sozialen Umstände sind, weiß ich als amtierender Vorsitzender der Parlamentarischen Bundesheerkommission sehr genau. Wir haben diese Woche auch darüber berichtet. Dies bringt mich zum nächsten zentralen Punkt, dem Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium der Frau Bundesministerin wirkt leider mittlerweile eher wie ein Schaukampfministerium. Warum? Ich verweise auf die heutige mediale Nachricht eines Generals, der nach Entscheid der Gleichbehandlungskommission ihr Ministerium klagt. Dort scheint es immer mehr um Postenschacher zu gehen, als um den Schutz der Republik und das Wohl unserer Soldatinnen und Soldaten. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, gegen Ende einer Legislaturperiode zieht man bekanntlich Bilanz. Man blickt zurück und man fasst zusammen. Und eines muss ich an dieser Stelle sagen. Diese 3 Jahren angekündigte Zentralstellenreform wird höchstwahrscheinlich das Licht der Welt nicht erblicken. Für parteipolitische Gönnerspiele im Verteidigungsministerium wird die Zeit langsam eng. Die Reform ist aus unserer Sicht gescheitert, sagen wir es diplomatisch, äußerst ungünstige Umstände. Es besteht die Gefahr, dass die Reform zu einer Schwächung der operativen Effektivität des Bundesheeres führen kann, und das ist nicht gut für Österreich. Derzeit kann ich nur einen Kampf um Direktionen erkennen und um Direktorposten und leider auch eine möglicherweise Einflussnahme auf Amtsträger. Aber das haben wir hier nicht im Parlament zu behandeln. Dazu wird die Staatsanwaltschaft untersuchen. Anstatt die Miliz zu modernisieren, um auch nachhaltig die Wehrpflicht abzusichern und Österreich verteidigungsfit zu machen, nehme ich, nicht nur ich, sondern auch viele Menschen, erneut Postenschacher war. Als Wehrsprecher, aber vor allem auch als Bürger des Landes erfüllt mich das mit Sorge. Was wäre notwendig? Notwendig im Aufbauplan wäre Transparenz bei den Beschaffungsvorgängen. Wir reden hier von vielen Milliarden Euro. Die Überarbeitung bzw. Fertigstellung der mehr als 10 Jahre alten Sicherheitsstrategie, der Ausbau der österreichischen Friedensmissionen und eine zielgerichtete Personaloffensive. Nichts davon funktioniert in ausreichendem Ausmaß. So sehen wir oft, wie in der Verteidigungspolitik Entscheidungen getroffen werden, die mehr von einem parteipolitischen Kalkül als von militärischer Notwendigkeit geprägt sind. Es fehlt der Regierung eine klare Vision einer umfassenden Sicherheit für Österreich. Daher mein Aufruf, ein dringender Appell an die Regierung: Beenden Sie Lobbyistenkriege und kümmern Sie sich um die Sicherheit in unserem Land. Die SPÖ hilft Ihnen dabei. Vielen Dank. Nun ist der Herr Abgeordnete David Stöckmüller am Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss hier ein bisschen lachen, wenn der Kollege vom politischen Kalkül hier draußen redet, weil was ist die jahrzehntelang jetzt im Bundesheer geschehen? Gar nichts aus politischem Kalkül, dass man einfach nichts tut im Bundesheer. Das haben wir jetzt das Resultat gehabt, dass wir Investitionen aufgrund der geopolitischen Herausforderungen und Kriegsszenarien, die an unsere Grenze auch stattfinden, auch entsprechend investieren müssen. Das ist passiert. Das hat nichts mit politischem Kalkül zu tun, sondern aus der Grund der Realität auch entschieden worden ist und eine klare Abhandlung, dass wir investieren müssen, entsprechend auch das Bundesheer besser ausgestalten. Das ist passiert. Wir haben geschaffen, dass Grundwehrdiener einen sinnvollen, einen guten Grundwehrdienst haben, wo sie auch in der Miliz bleiben, wo sie im Bundesheer bleiben. Das haben wir geschaffen. Wir haben nur mit 2 Grundwehrdiener, glaube ich, an der Grenze. Das ist ein Erfolg. Wir haben mehr Abgehalt, mehr ein Klimaticket für die Grundwehrdiener. Wir haben bessere Unterkünfte. Wir haben eine ordentliche Verpflegung. Wir haben eine bessere Ausgestaltung der Soldatinnen und Soldaten, nämlich mit ihren persönlichen Schutzausrüstung, damit sie auch ihren Dienst im Auslandsdienst, in den Friedensdiensten auch ordentlich schaffen können. Das ist eine nicht irgendwie, wie das einfach gegeben worden ist, sondern es hat auch hier beschlossen werden müssen und das hat nichts mit politischen Kalkül, sondern aus den Gegebenheiten zu tun. Sie haben es jahrzehntelang verschlafen, wir haben es umgesetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, zu diesen... Das ist Ihnen überlassen, ob Sie klatschen oder nicht, Herr Kollege, aber mir geht es auf die Überzeugung daraus, weil das meine ich nicht wegen einem Klatschen, sondern bei mir geht es um Überzeugung, dass wir ein gutes Bundesheer auch diesbezüglich brauchen. Und da geht es nicht um irgendwelche Lobbyinteressen, sondern es geht darum, dass wir unabhängig von dem russischen Gas, die auch Sie uns eingebrockt haben, uns alle hier eingebrockt worden ist, wo wir jetzt die Auswirkungen darunter leiden müssen, nämlich endlich wegkommen wollen. Das hat nichts mit Lobbyinteressen, sondern mit Realitäten zu tun. Das ist nicht nachhaltig, das hat keinen Sinn. Deswegen weg vom russischen Gas. Punkt. Und das braucht auch in einer Sicherheitsstrategie nicht. Und ich habe mal zu diesem wirklichen Punkt, was wir heute reden, nämlich zu den nicht-militärischen Bedrohungen, da geht es nicht um UFOs oder sonst was, sondern geht es um Flugzeuge, die überfliegen Österreich. Ich habe mir das rausgesucht, das ist gar nicht so wenig, Frau Ministerin. Wir haben dazu mal eine Anfrage noch gestellt, das sind 50 Luftraumverletzungen pro Jahr circa, wo das österreichische Bundesheer aktiv werden muss. Alarmstarts bei Comlos, also wo überhaupt keine Kommunikation dazu stattfindet, 2021, Sie werden sicher aktuellere Zahlen haben, sind es um die 12 gewesen. Und auch Abweisungen sind nicht so oft, also wo wirklich Flugzeuge auch abgewiesen werden müssen. Das dürfte eine brasilianische Maschine 2021 gewesen sein, das war einmal. Also da wären auch wirklich aktive Handlungen notwendig vom Bundesheer. Und das ist auch sinnvoll, dass wir mit Deutschland und mit den Nachbarländern noch aktive Abkommen haben. Wir wünschen uns das noch viel mehr, damit auch quasi einen viel größeren Raum, noch viel mehr Abkommen, noch viel mehr europäischer Zusammenhalt in der Europäischen Union. Das ist notwendig und nicht irgendwelche Fantasien, wo wir uns einkapseln und nur für uns selber handeln müssen. Also Frau Ministerin, unsere Unterstützung haben Sie hier dabei. Vielen Dank. Nun ist der Abgeordnete Mario Linden am Wort. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, David, schau, der Robert hat jetzt wenigstens die Vorlage gemacht, das Quiz, was jetzt hier raus reden kannst. Nicht? Also das war jetzt auch nicht der Zug für ihn. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mich freut es wirklich, dass wir zumindest einen Punkt aus dem Landesverteidigungsausschuss von letzter Woche, der es jetzt ins Plenum geschafft hat. Angesichts der aktuellen Lage der Welt gäbe es ja gerade in der Verteidigungspolitik wirklich viel zu diskutieren. Aber zumindest gibt uns dieses Abkommen die Chance, überhaupt darüber zu sprechen. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte diese Chance nutzen, um ein Thema aufzugreifen, das auch im letzten Landesverteidigungsausschuss auf der Tagesordnung gestanden ist. Der Bericht der Parlamentarischen Bundesheer-Beschwerdekommission. Und lassen Sie mich damit beginnen, dass ich allen Mitgliedern der Kommission meinen Respekt und meinen Dank für ihre wichtige Aufgabe ausspreche. Vielen herzlichen Dank dafür. Vor allem möchte ich aber auch all jenen Soldatinnen und Soldaten und den Mitarbeiterinnen des Heeres meinen Respekt aussprechen, die sich an die Kommission gewandt und Missstände aufgezeigt haben. Das ist ganz persönlich nicht immer ein einfacher Schritt, aber er ist notwendig, damit wir unser Bundesheer verbessern
und gegen Fehlverhalten vorgehen können. Daher gilt auch Ihnen meine Anerkennung. Denn zu verbessern, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gibt es in diesem Bereich genug. Der Bericht der Bundesheerkommission hat uns nämlich wieder einmal eines vor Augen geführt. Unser Heer ist ein Abbild unserer Gesellschaft und ja, das ist auch gut so. Aber das bedeutet auch, dass wir Probleme wie Sexismus, Rassismus, Homophobie und ganz einfach gesagt unangebrachtes Verhalten auch bei unseren Soldaten finden. Unsere Aufgabe als Parlament ist es, genau da den Finger in die Wunde zu legen und klarzumachen, dass abwertendes, diskriminierendes und respektloses Verhalten gerade im Bundesheer absolut keinen Platz haben darf. Wenn zum Beispiel ein Unteroffizier einen Rekruten als, und ich zitiere hier aus dem Bericht, Hurenkind beschimpft, dann geht das nicht. Wenn Heeresangehörige auf TikTok mit dem Wolfsgruß posieren, dann muss das geahndet werden. Wenn ein Ausbilder einen Rekruten wegen einem Knutschfleck, Pädophilie und Kinderverführung unterstellt, dann hat das im Heer unserer demokratischen Republik absolut keinen Platz, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen aber auch, dass viel zu viele Vorfälle gar nie gemeldet werden. Dass vor allem Rekruten oft lieber ruhig bleiben und durchbeißen, statt sich aktiv an die Bundesheerbeschwerdekommission zu wenden. Gerade deshalb möchte ich mich abschließend besonders bei allen Heeresmitgliedern, bei allen Soldatinnen und allen Offizieren bedanken, die in ihrem Umfeld aktiv daran arbeiten, unser Bundesheer zu dem sicheren Umfeld zu machen, dass es sein muss. Schönen Abend. Nun hat sich die Frau Bundesministerin Tanner gemeldet. Bitte, Frau Ministerin. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und zu Hause an den Geräten und Bildschirmen. Es war heute um 9.51 Uhr, als bei mir am Handy aufleuchtete Code A. Das ist ganz genau der Moment, wo ein Flugzeug keinen Kontakt mit den zivilen Einrichtungen herstellen kann, wo es notwendig wird, dass unsere Eurofighter aufsteigen. Die Damen und Herren Abgeordneten haben das ja schon dargestellt, um unseren Luftraum auch zu schützen. Dieses Abkommen, wo ich Sie heute um Ihre aller Unterstützung bitte, wird uns einen Startvorteil geben, mehr an Zeit auch geben, um weiterhin für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher auch im Luftraum zu sorgen. Weil einige von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, generell auch unser österreichisches Bundesheer und unsere Soldatinnen und Soldaten, Zivilbediensteten angesprochen haben und insbesondere auch die großartige Arbeit unserer parlamentarischen Bundesheerkommission. An dieser Stelle ein Dankeschön an Sie alle. Wir haben unser österreichisches Bundesheer tatsächlich im Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher gestärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass die budgetäre Ausstattung hergestellt wird und dass wir einen genauen Aufbauplan auch haben, den wir eins nach dem anderen auch abarbeiten, um zu einer modernen Armee zu werden. Und auch was die Personalsituation anbelangt, sehr geehrte Damen und Herren, gebührt Ihnen ein Dankeschön. Die Basis unseres österreichischen Bundesheeres, das sind die Grundwehrdiener. Erstmalig nach über 10 Jahren haben wir gemeinsam den Sold für die Grundwehrdiener erhöhen können. Und wir merken einen Aufwärtstrend. Wir merken einen Aufwärtstrend bei den Unteroffizieren, die mit der Ausbildung beginnen, bei den Offizieren. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. Ich bitte Sie auch weiterhin um die Unterstützung, nicht nur für dieses Abkommen, sondern für unsere Mission vorwärts, für das österreichische Bundesheer, für unser aller Sicherheit. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall.
Damit gelangen wir nun zur Abstimmung. Abstimmung über den Antrag des Landesverteidigungsausschusses, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrags in 2286 der Beilagen. Gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz zu genehmigen. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 3975a bis 3989a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 18.37 Uhr, das ist gleich in Anschluss an diese Sitzung ein. Die Sitzung ist geschlossen.